Ein Euro Gewinn pro Dose, das schmeckt sicher. Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Wie oft hat sich Gönnergy verkauft? Für uns ist ganz wichtig, echte Zahlen zu geben. Monte spricht in seinem Stream mal wieder über Gönnergy. Seit 2 Monaten gibt es offiziell jetzt Gönnergy. Ich bin ja offen und ehrlich mit den Zahlen mit euch. Und ist sich dabei nicht ganz sicher, ob er uns verraten darf, wie oft sich die Dosen schon verkauft haben. Ich weiß ja nämlich auch nicht, ob ich über die Zahlen reden darf. Um auf Nummer sicher zu gehen, fragt er einfach mal seinen Geschäftspartner. Ich rufe meinen Geschäftspartner einfach kurz an. Also in den Handel reinverkauft, heißt, dass es im Supermarkt steht und ich an den Endkunden rausverkauft wurde, haben wir insgesamt 18,8 Millionen Dosen. Schmeckt. Das schmeckt auf jeden Fall, ja. Das schmeckt. Ich hoffe nur, dass es den Leuten auch schmeckt. Das sind auch echte Zahlen. Tausendmal krasser als das, was wir erwartet hätten. Alter, schreibt rein, 1 Euro Gewinn pro Dose, das schmeckt sicher. Also 1 Euro Gewinn pro Dose, dann glaub mir, dann würde jeder Getränke rausbringen, wenn das so wäre, Digga. Für 1 Euro, dann würde ich auch Zucker und kleine Dosen jetzt sofort rausbringen, ja?